Die politische Lage in Ägypten hat sich etwas beruhigt. Ein ganz anderes Bild hingegen sieht man am Devisenmarkt. Also sprich, wenn man sich die Entwicklung des ägyptischen Pfunds anschaut, das quasi im freien Fall ist. Mein nächster Interviewgast ist Michael Bloss, Finanzexperte und Direktor des Europäischen Instituts für Financial Engineering und Derivate, ist heute bei uns. Schön, dass Sie da sind. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation rund um die ägyptische Währung? Ja, die Volatilitäten nehmen zu, die werden auch noch weiter zunehmen, denn jetzt ist das größte Problem politischerseits mal angestoßen und jetzt kommen natürlich sozusagen die Kollateralschäden für das Land, es kommt das wirtschaftliche Problem hinzu, denn so ein Ausnahmezustand bremst auch das Bruttoinlandsprodukt kräftig und vor allem schnell ab, das merkt man hauptsächlich auch in der Währung und die Währung wird weiter sehr, sehr stark volatil laufen, noch viel, viel volatiler, als wir es im Augenblick sehen. Ägypten zählte mal zu den Next 11, also sprich Wachstumsraten von bis zu 7%, expandierende Unternehmen, also eine tolle Entwicklung. Für viele galt Ägypten quasi als Geheimtipp. Haben die Analysten da vielleicht die politischen Risiken ein bisschen unterschätzt? Ja, man wollte es lang einfach nicht sehen. Man hat ja auch mit vielen Westgeldern Herrn Mubarak an der Macht gehalten, weil es einfach doch ein verlässlicher Garant für Frieden da oben war im Nordafrika. Und so langsam aber sicher lässt sich aber die junge Gesellschaft das nicht mehr bieten. Die Facebook-Generation, wie wir sie nennen, geht auf die Straße, demonstriert für ihr Recht, das ist auch richtig, und ja, stürzt im Prinzip diese alten Regierungen. Und wir sehen ja im Augenblick einen Flächenbrand in Nordafrika. Wir haben ja ganz viele Länder, wo es im Augenblick wirklich brodelt, wo es tobt, wo alte Regime abgelöst werden müssen und vor allem eine neue politische Generation hinkommen muss. Wir haben mal das meiste davon abgetragen, was wir im Augenblick hier sehen und wir können wirklich auch hier von einem Flächenbrand sprechen und einem riesen politischen Wandel in Afrika. Also das könnte wirklich ein Flächenbrand werden. Wir hoffen es natürlich nicht, dass das der Fall ist. Viele sagen, das ist vielleicht auch eine Chance, jetzt quasi in der Krise einzusteigen. Teilen Sie die Meinung und wenn ja, wo könnte man dann überhaupt investieren? Ja, jede Chance birgt natürlich, jede Risikosituation birgt Chancen, das ist richtig, aber ich würde nicht einsteigen. Ich würde im Augenblick wirklich draußen bleiben, abwarten, zusehen, wie entwickelt sich das Ganze, wie festigt sich die politische Situation, wie festigen sich die Währungssituationen, wir hatten es eingangs besprochen. Und dann, wenn man mal sieht, okay, die Entwicklung geht zum Positiven hin, dann kann man Investments tätigen, dann würde ich im Aktienbereich hier investieren, am besten für Privatkunden über Zertifikate oder Fonds. Augenblick würde ich allerdings noch abwarten. Wir haben ja gesehen, dass viele Schwellenländer jetzt quasi auch unter der Krise in Nahost leiden, mit Ausnahme von Russland. Die positive Entwicklung am Rohstoffmarkt gibt dem Land weiteren Auftrieb. Die Gewinner sind quasi die Börsen in Europa. Hier fließt viel Geld hin. Ist das jetzt ein Trendwechsel oder quasi nur ein Strohfeuer? Also kurzfristig ist es ein Trendwechsel, weil man traut diesen Ländern im Augenblick nicht zu, dass sie das Geld gut aufbewahren, dass sie das Geld dementsprechend mehren können und deshalb ist es im Augenblick ein Trendwechsel, der wird auch noch eine Zeit lang anhalten. Wir rechnen damit, dass es mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr dauert, bis man wieder Vertrauen in diese Investitionsstandorte findet. Deshalb im Augenblick das alte Europa, vielleicht auch die USA und es gibt ja viele andere Schwellenländer, wo man Geld investieren kann. Denken wir an Mexiko, denken wir vielleicht an Chile, Lateinamerika, also da haben wir noch eine große Spielwiese, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt Nordafrika dazu. Soweit Michael Bloss, der Finanzexperte, der uns heute aktuelle Informationen geliefert hat zur Entwicklung beispielsweise rund um das ägyptische Pfund. Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Interview. Herzlichen Dank.